So, seid ihr cool? Ihr seid definitiv nicht cool. Scheiße, ihr wollt uns auf jeden Fall auf die Fresse hauen. Meine lieben Zugucker, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Fallout 4 Part Nummer 2312. Wir sind, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, in Far Harbor. Einfach, weil ich hier noch eine Quest habe und die... Huch, ach hier ist ja Licht. Und die beenden möchte. Und zwar haben wir noch die Quest Verbotenes Wissen, sprich mit Dr. Mosselli. Da geht es darum, dass wir nach Arcadia gehen sollen, beziehungsweise, dass wir Bescheid geben sollen, dass in Arcadia noch Synths sind. Und die werden wir definitiv, machen und einfach mal gucken, was passiert. Dementsprechend, ich werde hier erstmal ganz kurz gucken, was hast du so bei dir? Ein Speicherstand erstellen, dass wir hier definitiv, dass falls irgendwas Schlimmes passieren sollte, wir wieder zurückkommen. Ja? Okay. Jetzt hoffe ich halt, dass der okay passt. So, moinsen. Schön, dass wir uns wiedersehen. Gerne. Die Lage ist wie folgt. Der Transmitter wurde angepasst, um die Reichweite zu erhöhen. Aber dafür ist sehr viel Energie nötig. Das ist kein Selbst Problem. Selbst wenn der Reaktor online ist, dauert es etwas, bis genug Energie für den Transmitter zur Verfügung steht. Aber wir sollten bereit sein. Ich warte nur auf den Befehl, Sir. Ja, okay. Komm, let's go. Es wird Zeit. Wir müssen uns Arcadia vornehmen. Okay. Dann aktivieren wir mal den Transmitter. Dann aktivieren wir mal den Transmitter. Und dann gucken wir mal, was passiert. Bringen die Synths in Arcadia unter Kontrolle. Strong hat es gefallen. Strong bewundert mich. Wunderbar. Okay. Strong lernen neues Wort. Strong lernen Respekt. Okay. Das ist doch gut. Willst du damit sagen, dass du mich respektierst? Ja. Strong respektiert Mensch. Mensch kämpfen gut. Okay. Mensch, helfen, Strong. Supermutanten seien Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch, teilen wie Bruder. Ja. Supermutanten kämpfen. Töten, nicht reden. Mensch, töten. Alter. Nicht Alter. Reden. Mensch, sein guter Supermutant. Finde ich auch, oder? Du bist ein Idiot, Commander. Danke, Strong. Wirklich, vielen, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Danke, Strong. Ich respektiere dich auch. Na klar. Strong sein stark. Das ist wahr. Ach so, wow. Ich dachte, da passiert jetzt noch irgendwas. Hey. Unit X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Ja, das würde ich doch hoffen. Hast du was, was ich dir mopsen kann? Nö. Seth? Hm. Ja gut, das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Hast du irgendeinen coolen Scheiß? Nö. Okay, dann speichern wir erstmal. Okay, das hat sich somit erledigt. Der speichert automatisch. Kann ich hier nicht auch drauf? Das wäre cool. So, und jetzt? Nix. Okay, schade. Dann lass uns doch mal gucken, was hier passiert, wenn wir jetzt dahin gehen. Ich will ja ungern die platt machen. Ich will die ja ungern killen. Und deswegen habe ich einen extra Spielstand aufgemacht, weil ich nicht weiß, was passiert. Oh Gott, okay, jetzt geht's hier wirklich. Ach du Scheiße, okay, jetzt sind wir hier wirklich. Okay, jetzt machen wir die wirklich platt. Okay. Okay, das war jetzt ehrlich gesagt nicht geplant. Das war nicht geplant. Dann, moin, Synths-Flüchtling. Hoppla. Und das war's mit unserer... Oh Gott, ist das eine Scheiße. Das ist ja jetzt... Oh. Das ist jetzt schon wieder was, wo ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ich will die eigentlich gar nicht platt machen. Ehrlich nicht. Ich will die überhaupt nicht. Was ist denn eine Synth-Komponente? Okay. Okay, dann gehen wir einfach rein. Grüße, Sir. Ja, moin, moin, moin. Wenn wir die jetzt platt machen. Also jetzt so wirklich, wirklich, wirklich platt machen. Platt machen. Was passiert dann? Also ich bin froh, dass wir einen Speicherstand gemacht haben. Ich weiß wirklich noch nicht, ob ich das durchziehe, also dann Speicher und fertig, oder ob ich es einfach belasse. Ich würde auch zu gerne nochmal dahin und gucken, ob da was ist. So, seid ihr cool? Ihr seid definitiv nicht cool. Scheiße, ihr wollt uns auf jeden Fall auf die Fresse hauen. Okay.
Dima, was ist mit dir? Dima, dein Ernst? Willst du uns wirklich... Willst du uns wirklich platt machen? Dima? Nein, er lebt noch. Also, er macht zumindest nichts. So, Chase? Chase? Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. So, wo ist der Rest? Die sind alle down. Ich werde dich töten. Nein, Cock. Du wirst mich nicht töten. So, wo sind die da? Ach, das war die Kackwaffe, gell? Das war die Scheißwaffe. So, dann lass uns mal. Warum wir hier noch. Die Waffe wollte ich nicht. Ich wollte hier die Waffe. Genau. So. Joel. Es tut mir leid. Okay, ich töte sie zumindest schon mal nicht. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Ja? Hey! Sag mal, mach uns hier nicht kaputt. Scheiße, wie viele Stimpacks habe ich denn? Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Okay, war es das schon? Hier oben ist noch einer. Warte mal, was. Hä, was ist denn mit dir? Ich bin bereit, wenn sie wiederkommen. Okay, kann ich. Ich versteh's. Ja, ja, ich versteh's gerade nicht. Aber gut, wer will denn hier noch auf die Fresse? Wer will noch aufs Maul? Die mal nicht. Oder doch, die mal. Nee, hier. Da hinten der Professor, ne? Komm her. Komm her, wo bist du? Da! Nein! Hier. Faraday! Mach keinen Scheiß. Okay, die leben alle noch tatsächlich. Das ist soweit okay. Also das, ich hätte die jetzt ungern gekillt, weißt du? Definitiv, ich hätte die ungern jetzt getötet. Ich weiß halt nur noch nicht, was es jetzt bringt, die nach Arcadia zu bringen. So, hi. Nun, dann wären wir hier fertig, oder? Ja, eigentlich schon. Sie müssen bereit sein, die Dinger im Institut in Empfang zu nehmen. Sieht zum Glück so aus, als ließen sie sich wiederherstellen. Okay. Vermutlich werden die meisten ganz schnell wieder im Dienst sein und ohne eine Erinnerung an diese unangenehme Sache. Okay. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Gute Arbeit, wirklich. Was ist mit Dima? Dima ist eine Art Prototyp. Was wird mit ihm geschehen? Dafür ist jemand anders zuständig. Aber ich schätze, er wird auseinandergenommen und analysiert, um den ursprünglichen Fehler zu finden. Ich würde das aber gern machen. Ich hoffe, jemand untersucht, weil diese Synths eine Fehlfunktion. Das wollte ich nicht. Das SEB wird sicher eine genaue Analyse erstellen. Vorfälle wie diese lassen alles schlecht aussehen. Verstehst du? Ja. Ich kehre jetzt zurück. Institut, hier spricht Dr. Mosley. Okay. Wir sind hier fertig. Bereit für die Rückholung. Es ist jetzt halt die Frage, was passiert, wenn wir jetzt. Wollte keinen Kampf. Okay. Das haben wir abgeschlossen. Also jetzt ist das hier auf jeden Fall sehr, sehr leer. Das muss man halt sagen, ne? Jetzt ist halt die Frage, wie gesagt, ich bin froh, dass ich den Zwischenstand, den Speicherspielstand gemacht habe. Aber, was ist jetzt der Vorteil dadurch, dass ich das getan habe? Das ist jetzt die Frage. War das jetzt okay? War das nicht okay? Habe ich mir jetzt hier dadurch irgendwelche, weiß ich nicht, Quests verbaut? Kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es wirklich nicht, gelle. Ich speichere hier einfach mal, wie gesagt, ich habe hier einen Spielstand gemacht. Ich will jetzt mal... Wo will ich denn hin? Nach Arcadia und dann gucken, was da so passiert. Dima ist halt weg, ne? Also wenn das jetzt eine Folgequest hat, weil jetzt haben wir nichts, ne? Jetzt haben wir hier... Ja, ich spreche mit Barney. Und Barney ist leider verbuggt. Jetzt ist halt... Ja, wir werden das definitiv in, im Institut mal durchchecken und gucken, was da so passiert. Gib mir eine Sekunde, ich lade mich da einfach kurz hin. Dauert jetzt ja sowieso mit den Ladezeiten und Pipapo. Wir sehen uns gleich in Arcadia. Nein, stimmt nicht. Ich kann nicht mehr reden. Im Institut. So, meine lieben Zugucker, wir sind im Institut. Moinsen. Ja. Willkommen. Benötigen Sie zusätzliche Vorräte? Nee, das eigentlich nicht. Jetzt ist halt die Frage, ist hier jemand... Also, ist hier irgendetwas, was wir... Hier ist ein Medical-Dings. Klingt, als wären Raider in der Battaglia ein harter Brocken gewesen. Nee, das war... Als ob die ein harter Brocken waren, Digga. Ich mag halt diese Musik, gell? Ich mag wirklich die Musik vom Institut. Das war... Benötigt Terminal. Ah ja, okay. Wo könnten die denn sein? Advanced Systems. Tatsächlich könnte das wirklich...
Ja, das sieht auch eigentlich. Das ist doch eigentlich okay, oder? Müssen wir einfach mal schauen. So. Moin. Ist hier einer? Hier ist ein Synth. Hier ist Sean. Sean! Warte mal. Hey, Sean. Krass. Krass. Hallo, Papa. Ich habe auf dich gewartet. Du hast auf mich gewartet? Warum? Du hast gewartet? Auf mich? Ja, ich sollte warten, also habe ich gewartet. Hier, das ist für dich. Ein Holoband von Vater. Ich sollte es dir geben, ohne es vorher anzuhören. What the fuck? Stimmt es, dass er tot ist? Ich habe ihn gemocht. Er war immer sehr nett zu mir. Alter, what the fuck? Ja, das stimmt leider. Er wird mir fehlen. Aber du hast jetzt das Sagen, oder? Richtig. Du bist bestimmt schon ziemlich aufgeregt. Hey, Papa, kannst du was für mich tun? Okay. Wenn du wieder an der Oberfläche bist, kannst du was für mich suchen? Ich will was Neues bauen. Könntest du mir eine alte Vakuumröhre mitbringen? Oh. Ich baue da was und die könnte nützlich sein. Ich will versuchen, was zu bauen. Für dich. Für mich? Klar, gerne. Na klar schon. Danke, Papa. Okay. Okay, ich hab... Hallo, Sean. Hast du gefunden, was ich brauche? Bestimmt. Ja? Hier ist es. Ah, komm schon. Ist es nicht. Bleib mal ernst. Sag Bescheid, wenn du es hast. Wirklich. Eine Vakuumröhre. Okay, das müssten wir auf jeden Fall mal nachgucken. Aber... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt hier Sinn gemacht hat, was wir da gemacht haben. Hier ist es wirklich bemerkenswert. Hier ist es wirklich bemerkenswert. So. Doktor. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für Quentin. Aber ich kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Es ist zumindest sicher jetzt schrecklich, einen zumindest Sohn jetzt noch nicht. Hey. Was? Rosalind. Es ist sicher schrecklich, einen Sohn so schnell zu verlieren, nachdem man ihn wiedergefunden hat. Ja, tatsächlich. Aber hier hilft mir leider keiner. Scheiße. Ja, was machen wir als nächstes? Also ich würde es gerne... Bei den fortschrittlichen Systemen vorbei. Ach, Janet. Wir kriegen die lustigen Projekte. Hey. Ah, Janet. Ja? Hi. Oh, die redet nicht mit mir. Also ich habe das Gefühl, das hat nichts gebracht. Also ich weiß nicht. Ist halt einfach... Wie ich gehört habe, war der Sündanhalt. Sie hatten gestern Abend Wartungsdienst im SEB. Möchten Sie irgendetwas melden? Ah, ja. Nichts zu melden. Ah, schade. Ich bin meinen Pflichten wie gewohnt nachgegangen. Okay, gut, das sieht dass wir den Abtrünnigen okay aus. Ja, also ich kann jetzt hier nichts feststellen, ob ich hier irgendwas rausgefunden habe, ob das hier funktioniert hat. Ich weiß es wirklich nicht, gell? Aber wir sollten sowieso mal im Institut noch mal ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, hier findet man bestimmt irgendwas. Oh Gott, falsch hängendes Klopapier! Gott, furchtbar. Ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen was wir entdecken könnten. Bin mir nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall mal, können wir mit dir reden? Es fühlt sich wie der Beginn einer neuen Ära an. Okay, und was? Clayton! Hallo, gut, dass du hier bist. Ich hoffe, du kannst mir bei einem Experiment helfen. Okay. Ich glaube, wir können die Wachstumsraten unseres Getreides steigern, wenn wir mutierte Zellen wie die von Supermutanten nehmen. Um diese Theorie zu testen, brauche ich die Gewebeprobe eines besonders kräftigen Supermutanten. Okay. Ich werde wahrscheinlich sogar mehrere Proben benötigen. Aber fangen wir erstmal mit einer an. Okay. Du brauchst Gewebe. Ganz recht. Und ich brauche die Probe. Ah, guck mal, da ist halt tatsächlich eine Quest. Geil. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wie heißt der Clayton? Clayton ist... Wo ist er auf der Karte? Clayton... ach du Scheiße. Gehen wir mal runter, ganz schnell. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ob ich das hier behalte, so. Irgendwie wird... Ich habe das Gefühl, dass das bei Verhaber, dass ich da noch ein paar Quests verpasst habe. Vor allem, wir haben so viel durchgemacht und jetzt die Scheiße einfach. Ich bin mir wirklich nicht sicher, gell? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Okay, ich werde das mal nachgucken, ob ich dadurch irgendwas verpasst habe. Aber meine lieben Zugucker, ich würde jetzt hier einen Schnitt machen und wir sehen uns im nächsten Part. Dann passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein, bis denn. Ciao.